Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Nadine von Stempelmami. Ja, und es geht wieder mit einer nächsten Osteridee weiter. Und zwar habe ich nochmal ein kleines Osterkörbchen für euch. Ihr seht das hier. Das sieht einfach aus wie so ein kleiner Weidekorb. Meine Oma hatte früher sowas. Und ja, ich habe mir gedacht, warum nicht einfach mal aus Papier so ein kleines Körbchen anfertigen. Und da braucht ihr auch gar nicht viel zu. Das geht wirklich super schnell und super einfach. Ich stelle das Körbchen mal hier oben in die Ecke. So, ich habe jetzt hier mit Stanzform gearbeitet. Ihr könnt aber auch einen Zirkel nehmen oder ihr nehmt einen Teller oder ihr nehmt irgendwelche Gläser, Tassen, irgendwas, um euch damit so einen Kreis auszustanzen, denn die werden dafür benötigt. Ich nehme mal eben kurz meine Stanzmaschine dazu. So, wie immer obligatorisch abstauben. Ihr kennt das ja. Und ja, wir fangen einfach an. Ich habe jetzt hier verwendet die Stanzform mit dem Büttenrand, finde ich sehr schön. Ja, die haben halt so einen netten Abschluss, ne? So ein bisschen so geriffelt. Sieht immer total toll aus. Ich sag euch gleich noch die Durchmesser davon. Ich stanze das jetzt erstmal zusammen aus. Und zusammen meine ich halt, der Kreis, der kommt auch noch mit dazu. Denn ich habe das Ganze noch mit einem zweiten Kreis unterlegt. Also hier habe ich einmal so ein bisschen, ja, so einen Craft-Karton hatte ich noch übrig. Hier lege ich die Stanzform mit dem Büttenrand drauf und hier habe ich einmal den Kreis hergenommen aus den Stanzform Basic mit Pep. Ich verlinke euch die ganzen Materialien wieder hier unten in der Infobox. Könnt ihr mal schauen, was ich da alles verwendet habe. Sondern das lege ich jetzt hier drauf. Wie gesagt, ich sage euch gleich die ganzen Maße, damit ihr das wisst. Ja, ihr seht mein Stanzblatt. Ich nutze immer noch, das ist immer noch die verbogene hier, die ist noch nicht durch. Ne, ihr seht das, also ich nutze sie weiterhin. So. Und wir brauchen die gleich noch, deswegen bleibt die mal kurz eben hier stehen, die Stanzmaschine, oder ich schaue mal ganz kurz eben an die Seite. So, dann lege ich das mal eben weg. So. Na, ihr seht, das bleibt schon hier kleben. So, das kommt mal eben an die Seite. So, und jetzt müssen wir nochmal die Stanzmaschine haben. So. Denn jetzt wird noch geprägt. Denn um natürlich so ein richtig oder so ein richtiges Weidenkorbmuster herzunehmen, habe ich natürlich auch hier mal geschaut, ja, was wir hier so für Prägefolder haben. Und ich habe hier den Prägefolder Rattangeflecht hergenommen. Der passt, finde ich, super gut dazu. Und da habe ich dann hier diesen Kreis in Craftkarton reingelegt. Und ich lege jetzt zusätzlich noch diesen Henkel da rein. Das ist der Korbhenkel. Wie gesagt, ich sage euch gleich noch die Maße. Muss ich mal eben schauen, dass ich das hier so ein bisschen mittig lege. So. Und ja, damit ihr nachher auch wisst, wie lang und wie groß das alles ist, könnt ihr aber auch wieder in verschiedenen Größen anfertigen. Ich habe das jetzt hier so angefertigt, dass hier so ein kleiner Mini-Osterhase reinpasst. Stellen. An die Seite. Und dann ist das Ganze hier geprägt. Seht ihr das? Das sieht richtig toll aus, ne? Also wie so ein Weidekörbchen. Passt also sehr gut. So. Und so sieht es aus. So, und jetzt sage ich euch mal kurz eben noch den Durchmesser von den Kreisen. So, und dieser Büttenrandkreis, also der gezackte Kreis, der hat einen ungefähren Durchmesser von, ja, ich sage jetzt mal circa 7,1 cm. Dieser weiße Kreis hat einen Durchmesser von circa 6,5 cm, also immer so ein bisschen so, ne? Eine Hälfte gemessen. Und ja, dieser Streifen für den Henkel, der hat ein Maß von 0,9 mal 12 cm. Nur, dass ihr das wisst. Solltet ihr da mal irgendwie eine Tasse haben oder nehmt euch einen Zirkel, dann könnt ihr das dafür natürlich selbstverständlich gerne nutzen. Oder ja, nehmt irgendwelche Tellerchen, kleine Teller, Untertassen, alles, was ihr so in Rund da habt, um das halt eben anfertigen zu können. Wie gesagt, Stanzform braucht ihr nicht unbedingt. Ich nutze sie halt, ja, ich habe sie halt da, deswegen nutzen wir die natürlich auch, damit ich euch auch zeigen kann, was man damit alles machen kann. So. Jetzt gehe ich einfach hin. Und klebe jetzt erstmal diesen weißen Kreis auf diesen Kreis hier, den wir hier geprägt haben.
Ist jetzt ein bisschen schade, weil man halt dieses Muster dann nicht mehr so sieht. Aber wenn wir das nachher so ein bisschen hochbiegen, ja, soll man das ja so ein bisschen von der Seite sehen können. Und ja, darum geht sich das ja auch. Ansonsten lasst dann den weißen Kreis einfach weg. Den müsst ihr ja nicht machen. Das sieht halt einfach nett aus. So ein bisschen, ihr wisst das. Ich spiele ja mal so ein bisschen hier mit der Optik, deswegen, ja, mache ich das halt eben auch. Sondern jetzt gehe ich einfach hin und ziehe mir so diesen Kreis so ein bisschen hier über das Falzbein drüber. Ne? Könnt ihr auch mit dem Stift machen, wenn ihr kein Falzbein habt. Geht das auch. Dann nehmt ihr einfach so einen runden Stift, zieht das hier so drüber. Ne? Damit halt eben dieser Kreis so ein bisschen diese, ja, Welle so nach oben bekommt. Schaut einfach, dass das so auf beiden Seiten so ein bisschen gleich aussieht. Müsste jetzt eigentlich so sein, ne? Seht ihr das? So, können wir hier noch so ein bisschen nachbiegen. Ne, biegt ruhig so ein bisschen noch mit, sollte euch das noch nicht gefallen. Aber so müsste das eigentlich, sieht aus wie so eine Chips, ne? Die Chips in diesen Röllchen drin. Das irgendwie aus, ne? So, also nicht nur so ein Weidekörbchen, sondern auch hier auch wie was zu essen. Ja, komisch, warum mit euch Gedanken immer kommen, kann ich euch gar nicht sagen. Es ist einfach so. So, jetzt gebe ich hier an dem Henkel auch eben nur so einen Tupfen Flüssigkleber. Und dann nehme ich mir hier diesen Kreis und dann schiebe ich diesen Henkel hier so rein. Seht ihr das? Hier so zwischen. Einfach hier so zwischen schieben, so ein paar Millimeter, dass das so ein bisschen festgeklebt werden kann. Also ich drücke dann einfach hier so drauf, ja, dann verschwindet dieses Ende von dem Henkel ja hinter diesen oder zwischen dem weißen und dem ja, craftfarbenen Kreis. So, das müsste eigentlich reichen. Also dieser Henkel, die Größe, die ist jetzt wirklich an diesen kleinen Hasen hier angepasst. Ja, also wenn ihr da was anderes verwenden wollt, macht das gerne. Dann müsst ihr aber halt die Größen auch einfach dementsprechend anpassen. Es gibt ja jetzt ja verschiedene, ja ich sage jetzt mal Süßigkeiten zu kaufen für Ostern. Das müsst ihr natürlich auch nicht für Ostern anfertigen. Das geht natürlich auch so als kleines Goodie. Ihr könnt hier eine kleine Blume reinlegen, diese Trockenblumen, das ist ja auch gerade wieder total modern. Solche kleinen Kerzen, die man halt verschenkt, ne? Und dann wickelt man da eine Trockenblume rein. Die könnt ihr hier natürlich auch reinlegen und als Geschenk nutzen. Das geht natürlich auch. Ich habe jetzt hier, wie gesagt, das kleine Häschen. Ich muss mal eben schauen, ob ich irgendwo noch so ein kleines Häschen hatte. So, ja, ich habe hier noch eins. So, dann habe ich hier auch wieder so ein bisschen Fusselpapier, das machen wir nachher. Genau, jetzt werden wir erstmal noch ein bisschen Deko machen. Aber ich muss mal eben schauen, nochmal sollte das passen. Ja, das passt hier, seht ihr das? So, ne, das passt hier rein, damit hier oben noch ein bisschen Platz ist, damit man das Körbchen auch noch festhalten kann. So, und jetzt werden wir natürlich noch ein bisschen verzieren. Ich habe hier wieder so Blümchen hergenommen. Ja, und halt wieder dieses Babyrosa. Ich finde, das passt halt sehr gut, gerade zum Frühling. Ihr könnt auch Gelb nehmen oder halt irgendwas anderes. So, und dann habe ich hier noch so eine, ja, Zweigstanze, seht ihr die? So die hier. Und die habe ich jetzt genutzt. Ich werde mal schauen. Eigentlich habe ich mir hier einen Farbkarton zurechtgelegt. Gut, nehmen wir hier noch so ein Restepapier, so von Mintgrün. So, und dann stanze ich mir einfach hier so einen Zweig aus. So. Und den kürze ich dann noch ein bisschen. Ich mache das auch nur auf einer Seite, diesen Zweig. Das ist auch einfach nur wieder Geschmackssache, ob ihr das machen wollt oder nicht. Jetzt muss ich mal eben schauen, mir fehlt gerade so ein bisschen noch die Korne. Moment mal eben kurz. Da ist meine Lieblingskordel hier, diese gestreifte. Die brauchen wir auch noch. So, dann bin ich einfach hingegangen und habe dann hier an den Henkeln noch so ein paar Zweige und Blümchen aufgeklebt. Ihr könnt auch diesen Henkel in weißer Farbe machen und dann könnt ihr da rundherum ein paar Blümchen, also hier einfach so einen kleinen Blumenhenkel machen. Das geht auch, das sieht bestimmt auch total schön aus, wenn man jetzt hier so ganz viele Blümchen so aufeinander setzt. Das würde mir auch richtig gut gefallen. Das ist natürlich, ne, ihr seht das selber, der Kreis, aber dieses Goodie an sich ist schnell gemacht. Das, was jetzt ein bisschen Arbeit macht, ist halt eben immer die Verzierung. Aber ja, wir machen das ja gerne, deswegen. Ja. Werde ich das jetzt natürlich auch noch richtig ausnutzen hier. So. Und was ich dann toll fand, ist hier diese, wir haben so Schimmerperlen, die, ja, seht ihr das so ein bisschen irisierend, ne? Das hat ja so alle Farben vom Regenbogen so ungefähr.
nennen sich auch bunter Schimmer und die passen halt dazu. Seht ihr das? Das sieht so schön aus. Ja, die finde ich echt süß und die passen hier super gut hier hin. Ja, sieht halt echt schön aus. Und wenn die Sonne so da drauf scheint, ja, dann schimmert das wirklich richtig schön. Ja, sieht halt nett aus, ne? So. Und dann nehmen wir uns natürlich wieder noch so ein Stückchen Kordel dazu. So, ihr habt gesehen, einfach mit Augenmaß abschneiden. Ja, ich sage jetzt mal so circa, ja, so 22 cm. So, dann nehme ich mir ein Stück Restepapier. So, und dann nehme ich mir den Spruch Hoppelige Grüße. Den findet ihr ja im anderen Stempelset, in diesem Stempelset Osterhase. Das findet ihr im Jahreskatalog. Finde ich auch total putzig. Vor allem die Sprüche sind total süß. Deswegen habe ich den verwendet. Also dieses Hoppelige Grüße passt sehr gut. Das habe ich mir auf den Acrylblock gesetzt. Und dann nehme ich mir das Stempelkissen Espresso her, das schön dunkel ist. So. Ich glaube, ich muss das hier auch mal ein bisschen nachfüllen. Weil die Tinte ist ja schon ziemlich, ja, sieht nicht so aus, aber ich habe schon ziemlich, ich stempel auch sehr viel damit. Deswegen. So, passt das wunderbar. Gut, haben wir doch noch ein bisschen Stempelfarbe übrig. So. Und dann gehe ich einfach hin und schneide das hier mit der Schere aus. Also wieder schön gerade. Geht am besten mit so einer schönen langen Schere. So, und dann mache ich mir wieder so ein kleines Fähnchen davon. Ja, das mag ich sehr gerne. Das sieht immer nett aus. Na, auch das ist optional. Ihr könnt ja auch, wie ich bei den anderen Körbchen schon mal gemacht habe, den Henkel bestempeln, dass ihr diesen Spruch gar nicht da dranhängen müsst. Dann macht ihr einfach nur so ein Schleifenband da drauf oder ihr klebt euch einfach eine kleine Papierschleife hier hin. Das sieht natürlich auch richtig schön aus. Ja, beim Verzieren sind der Fantasie ja keine Grenzen gesetzt. Das wisst ihr ja. So, und dann nehme ich mir so eine kleine Lochzange. Da stanze ich hier ein Loch rein. So. Und wie immer ein bisschen übers Falzbein drüber ziehen. Damit es auch diese richtige Fähnchenform ergibt. Ich biege das immer noch so ein bisschen nach und dann wird das hier so dran gehangen. Seht ihr das? Ja, finde ich echt schön. Also ich mag das sehr gerne. So. Jetzt muss ich mal eben schauen. Binde ich das hier einfach so drum. So. Ja, da könnt ihr einfach mal schauen, was euch hier am besten gefällt. Huch, jetzt habe ich irgendwie. Ja, manchmal klappt der Knoten nicht, das kennt ihr wahrscheinlich. So. Jetzt aber. So. Dann so ein bisschen noch die Schleife so zurechtziehen. Ich mag das ja immer, wenn das Schleifenband ein bisschen länger ist und dann noch so ein bisschen hier so runterhängt. Ja, finde ich immer, ja, sieht immer nett aus, ne? Ja, und ihr seht, es dauert auch bei mir so ein bisschen, bis man alles so sitzt, ja, wie man sich das so vorstellt. So. Jetzt haben wir es aber genau. So, dann schiebe ich das, ziehe ich das hier noch so ein bisschen hier rüber. Also noch so ein bisschen so in die Mitte ziehen. Ja, dann ein ganz kleines Stückchen runter. So, und dann könnt ihr hier so ein bisschen Kräuselpapier reingeben. Das ist natürlich auch optional, sowas müsst ihr ja nicht machen. Gibt ja auch dieses ja hübsche Ostergras. Ja, gibt es gerade überall zu kaufen. Also ich war heute in der Stadt. Das ist, überall gibt es das. Es gibt es in jedem Drogeriemarkt und ich weiß nicht, überall gibt es so viele Ostersachen. Ist richtig hübsch. Ja. So. Und dann seht ihr, drücke ich das manchmal noch so ein bisschen nach. Und wenn ihr hier diesen Osterhasen hier reinstellt, ja, ist so ein bisschen mit diesem Krisselpapier. Das ist ein bisschen schwierig, da kann der Hase schon mal kippen. Ihr seht, das Auskleiden dauert echt immer länger als das Goodie an sich.
Mehr oder weniger. So. Upsala. Aber jetzt sollte es eigentlich passen. Wie gesagt, das Krisselgras ist optional. Das müsst ihr nicht machen. Und wenn euch das noch nicht hier so richtig gefällt, dann drückt ihr hier eine Seite einfach noch mal kurz eben nach. Das habt ihr ja gerade gesehen. Ja, und dann ist euer kleiner Osterweidekorb eigentlich schon fertig. Seht ihr das? Und das ist so süß und das ist so schnell gemacht und das sieht auch echt nett aus. Und wie gesagt, könnt ihr auch für andere Dinge nehmen. Ich habe das auch noch in kleiner hergestellt. Das ist diese Größe hier. Da habe ich so kleine Eier reingelegt. Das war eigentlich so mein Prototyp. Ich wollte erst einen kleinen machen. Ja, ihr könnt wirklich mit den Größen spielen, weil ich habe jetzt, sagen wir mal, jetzt wirklich auch beim Einkaufen jetzt noch mal so ein Hühnchen entdeckt. Ne, das könnt ihr ja auch verwenden. Da braucht ihr natürlich einen viel größeren Kreis. Das wird jetzt hier gar nicht reinpassen. Da seht ihr, das ist viel zu groß. Dann müsst ihr einfach einen größeren Kreis machen, um dann halt so ein Hühnchen vielleicht da reinzustellen. Das geht ja auch. Und ja, ihr seht, ne, diese unterschiedlichen Größen, seht ihr das? Und ja, mir gefällt das halt. Ich finde das süß. Es ist eine ganz kleine und schnelle Idee, die man vielleicht zu Ostern ja machen kann, auch wenn sich mal spontan Besuch ankündigt. Ja, dann könnt ihr sowas natürlich auch super spontan noch anfertigen. Und ja, das sieht halt eben auch immer als Tischdeko super nett aus. Genau. Ja, meine Lieben, das war jetzt wieder meine nächste Osteridee. Es werden noch, denke ich, einige folgen. Ich hoffe, ihr könnt es noch sehen. Ja, und ich würde jetzt einfach sagen, ich wünsche euch ganz viel Freude beim Nachbasteln. Ich danke euch wieder ganz herzlich fürs Zuschauen und sage dann einfach bis zum nächsten Video. Bis dann. Tschüss.